no tomorrow. Ooh, we can own the night. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Let's play this. Hey ho und herzlich willkommen zu einem weiteren Folge von den, ich sag mal, Stream-Highlights. Ihr seht es oben links, wir haben in diesem Stream die 100 Abonnenten geknackt. Ich bin so dankbar deswegen und nein, Leute, ich habe mich nicht selbst gepusht. Danke, danke, danke. Wir haben im Stream ein AE-System gebaut und es ist jetzt soweit auch fertig. Die ganzen Ressourcen sind fertig, alles ist durch. Wir haben wirklich jetzt 3 fucking Stunden für den ganzen Scheißdreck-Scheiß gebraucht. Und nicht schon wieder fluchen. Und deswegen bauen wir das jetzt gemeinsam einfach alles auf. Und ihr seht jetzt mal in meinem Inventar, wir haben die komplette ME-Kacke. Nur das Problem ist, wir haben hier auch ein bisschen was produziert. An Ressourcen, wir haben jede Menge Ressourcen aufgebraucht. Wir haben Crystal Growth Accelerator und... Aber guck mal auf die Energie. Sie geht maßlos runter. Und... Lol, die Energie ist stehen geblieben? Lol? Lol, sie hat sich wieder eingependelt. Aber vorhin ging sie maßlos runter und ich wette, mit dem AE-System geht sie auch maßlos runter. Ach, das ist weil... Ah, nee, die sind noch gar nicht fertig, oder was? Ich dachte, das keine Sinn, noch gar nicht fertig. Okay. Aber wir bauen jetzt unser kleines AE-System auf. Hierfür baue ich das nochmal so ein kleines Bissle aus. So. Und jetzt. Knallen wir hier an die Rückwand das Ganze rein. Leute, das ist immer alles hier gerade provisorisch. Hier an der Kante und hier an der Kante. So. Im E-Laufwerk. Ich knall jetzt mal die beiden Laufwerke hin. Weil eigentlich sollten wir das auch noch auf so eine Säule hier abstützen. Oder? Ja, ich würde schon sagen. Hä, ich wusste gar nicht, dass man die so rum platzieren kann. Und jetzt hier so. Und jetzt kommen hier die ganzen ME-Kabel ran. Und wir machen eine Fertigungskonsole hin, eine Fertigungskonsole, eine Schablonenkonsole und eine Schnittstelle. Und wir haben jetzt Netzwerklinking erreicht. Die beiden Dinge will ich nochmal tauschen. Das heißt, und zwar möchte ich kurz die blauen AE-Kabel haben, da ich... Jetzt muss ich das Ganze nochmal abbauen. Weil ich die Teile nämlich blau haben möchte. Das heißt, wir machen so. Das kann weg. Und dann ME-Fertigungskonsole. Schnittstelle, Schablonenkonsole. Jetzt ist nämlich alles schon blau. Blau ist eine schöne Farbe. Das müsste sich aber alles wieder pink färben, sobald... Und hopp, so. Und jetzt... Komm, ich würde mit der Zweierreihe beginnen von den ME-Controllern. Setze ich hier 2 im E-Controller und hier kommt der Energy Acceptor dran. Das blaue Kabel.
kommt hier der Controller hin mit der Linie. Beziehungsweise kommen dann. Dann hauen wir erstmal einen dahin, weil ich glaube, sonst kriegen wir ja gar keine Energie mehr zusammen. Das können wir übrigens mal zusammen craften. Zu den beiden 74 km/h Speicherplatztypen. Bessere als Truhen. Und jetzt ran mit der Energie. Und das AE-System läuft! Ja! Und die Energie geht sogar hoch, was? Es wird sogar noch Energie produziert? Oh mein Gott! Jetzt lege ich hier eine rein. Und hier eine rein. Beide oberen Festplatten wurden soeben mit... soeben aktiviert. Und damit das im E-System auch in Betrieb gesetzt. Wir können es benutzen. Mir darf jetzt nur, nicht der Strom ausgehen. Ich muss jetzt genau an der Grenze bleiben mit dem Strom. Weil ansonsten habe ich keinen Zugriff mehr auf meine Items. Ey, wie geil ist das denn? Ey, wie geil. Erstmal die ganzen Köpfe rüberlagern. Oh mein Gott, Leute. Es funktioniert tatsächlich. Jetzt stelle ich das hier noch kurz ein. Automatische Suche, nein. Standardsuche, nein, nein, nein. Standardsuche, so. Gespeichert und herstellbar, sortieren nach Nummer der Items. Hier Standardsuche und sortieren nach Nummer der Items. So. So Leute, und nach diesem Stream-Ausschnitt sind wir jetzt auch hier an einem neuen Tag, an dem Dienstag genau zu sein, 2 Tage nach dem Stream. Und heute will ich übrigens hier... Ach, fuck. Alte Taste gedrückt. Nicht Steuerung. C. Was? Bin ich nicht in Minecraft. So. Wir haben einen gewissen Mitspieler hier dabei. Und zwar den BF Moritz. Der ist gerade mal da. Und ich hatte gerade mega die Texturenprobleme. Dann haben hier die Kabel waren auf einmal eine Grastextur. Keine Ahnung, wie sowas geht. Der Block hier war pink. Und die Dinge haben sich einfach nicht mehr connected. Und dann stand alles zweimal im Chat. Also mega buggy. Drückt auf keinen Fall F3T, Leute, sondern restartet einfach das Spiel. Das geht vor allem nicht schneller. Für die Sounds. Ja, und unser heutiges Thema ist, bevor ich das Thema sage, möchte ich nochmal Danke sagen an die 100 Abonnenten. Ich werde dabei auch am Samstag wahrscheinlich ein Reaction-Video drauf machen und am Dienstag. Also den nächsten Dienstag, beziehungsweise für euch ist es der kommende Dienstag, wird dann wahrscheinlich die Challenge mit Jamie kommen, wenn er da ist. Und ja, heute haben wir ein bisschen anders sieht es nach dem Stream vielleicht aus. Ich glaube, das hier war noch nicht da. Das habe ich gemacht. Okay, wenn jetzt die Dings die Kanal. Übrigens, BF Moritz ist da. Und das ist jetzt meine neue Kanal-URL. Das heißt, so könnt ihr meinen Kanal teilen. youtube.com/lp-mit-juli.de. So kommt man auf meinen Kanal jetzt. Da ich ja die 100 Abonnenten habe, kann ich das machen. Und bei BF Moritz wäre das dann beispielsweise Also, der hat noch nicht die 100 Abonnenten, aber in dem Falle wäre es dann das. Genau. Leute, wir wollen 4K Speicherzellen machen, da ihr seht schon alles orange hier und keine Speicherplatztypen mehr und geht schon wieder gar nichts mehr hier. Was ihr im Stream auch, glaube ich, nicht gesehen hattet, war, dass ich hier weitere Prozessoren gemacht habe.
Und da ging tatsächlich das Redstone aus. Was? Da ging tatsächlich das Redstone aus. Wir haben aber jetzt vor, jede Menge Logic-Prozessoren zu machen. Da fängt im Grunde genommen, ich sag jetzt auch schon mal, in irgendeiner Hinsicht das erste Problem an. Da wir jede Menge von diesen Teilen brauchen für eine so eine 4K MI-Speicherkomponente. Also, das haben wir hier drin, Quarzglas. Glas halt. Glas. Wir fangen an mit den kompletten 1K MI-Speicherkomponenten. Eigentlich sollte mir das jetzt stackweise reinlegen. Gut, stackweise ist es jetzt drin. Wir craften mal 1K MI-Speicherkomponenten durch. Wo fehlt jetzt? Redstone. Kein Problem. Redstone kann gemacht werden. Ach, das geht nicht mehr, oder? Ja. Es ging früher noch, dass man das so klicken konnte und dann wurde es automatisch reingesortet, aber das geht wahrscheinlich nicht. So. Dann der nächste Stack. Aber mach das doch bitte nicht mit glänzenden, sondern mach das mit normalem Zertuskquarz. Haben wir keinen Zert? Ich wollte gerade sagen, ob wir keinen Zertuskquarz mehr haben. So, jetzt haben wir genau zwei Stacks von diesen 1K MI-Speicherkomponenten. Jetzt machen wir weiter mit der 4K, glaube ich, ist das. Und da fängt es auch schon an. Da kommen schon die ersten Problemchen. Warum ist sehr, weil Zertus Quatsch nicht. Ah! Hätte ich ein bisschen besser vorbereiten müssen. Das pulverisiert er dann. Der Rest im Furnace, der war so viel schneller. Und fürs erste reicht das ja. Ich kann sogar relativ viel davon machen. Gut. Dann machen wir weiter mit den 4K MI-Speicherkomponenten. Und da hakt es jetzt schon wieder am Glas. Doch, da hakt es nicht lange am Glas. Dann das Glas. Ach nee, warte, das hakt jetzt genau nicht am Glas. Deswegen im Pulverizer müsste der nebenbei auch schon durchgemacht haben. Genau. Hier brauchen wir 25. Und weiter geht's. Hier jeweils reinlegen. Quarzglas. Und hier wieder rein. Jetzt haben wir weitere 4K MI Speicherkomponenten. Doch das reicht natürlich nicht. Wir brauchen noch mehr. Wir brauchen halt verdammt viel Quarzglas. Das habe ich halt jetzt nicht vorbereitet gehabt. Zertusquarz. Wieder weitere Speicherkomponenten. Jetzt kommen die 16er. Und wo stehst du, scheiß Baby-Skelett? Meine Fresse.
Jetzt brauchen wir. Was fehlt da jetzt? Ach, der hat jetzt hier die 1K reingelegt. Ach so, weil der die nicht. Also jetzt nervt mich echt. Sterbt erstmal, ihr Viecher. Auch die ganzen dämlichen Köpfe nicht in der Seele schlafen, bevor die Monster kommen. Und wehe, das Vieh haut mich jetzt noch, während ich im Bett bin. Und jetzt kannst du mich mal. Und tschüss. Es ist endlich wieder Tag, meine Fresse. Ich gehe mir hier schon genug auf die Nerven. Hier rein, Quarzglas. Und wir legen die 4K rein. Jetzt können wir 16K machen. Muss die Calculation aber noch reinlegen. Noch ein weiterer Calculation. Und auf geht's zu der 64K. Also die Ressourcen, die die Teile brauchen, sind echt krank. Ich kann jetzt gerade mal 4 weitere von denen hier machen. Weil jetzt brauchen wir noch das hier. Und es fehlt mir Eisen. Eisen lege ich jetzt hier drunter. Und ich müsste mir jetzt 4 holen. Denn jetzt kann ich die. Ach, egal. So, jetzt machen wir hier 64 ME Speicherzellen und packen eine weitere hier rein. Eine weitere hier rein. Haben hier noch eine. Und packen die hier rein. Und hier rein. Und jetzt haben wir erstmal wieder Speicherplatz, Leute. Von der Folge her sollte es jetzt auch gewesen sein. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. War jetzt nicht keine besonders spannende Folge, war jetzt auch keine besonders 100%ige Lahme-Folge. Es wird sich bald wieder noch mehr tun, aber jetzt wünsche ich erstmal eine schöne Zeit. Haut rein, lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, damit wir neue Rekorde holen. Facecam kommt bald und ich hasse diese Creeper und es geht mir so auf den Drecksack. Und jetzt schießt mich auch noch ein Skelett, aber ich kriege nicht nirgendwo meine Ruhe. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Zeit. Haut rein. Und ciao, Leute.